Hallo und herzlich willkommen zurück. In einem unserer letzten Videos haben wir uns mit dem Thema Fondssparpläne befasst und heute gibt es weitere Infos zu diesem Thema. Denn die heutige Frage lautet: Was für Fondsarten gibt es denn überhaupt? Wenn man in Fonds investieren möchte, gibt es eine riesige Auswahl, die man für seine persönliche Anlagestrategie nutzen kann. Die Wahl der richtigen Fonds hängt von vielen Faktoren ab. Die verschiedenen Fondstypen voneinander zu unterscheiden, ist der erste Ansatzpunkt, wenn man sich näher mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen möchte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Überblick über diese Fondsarten: Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Indexfonds, Garantiefonds, Dachfonds und den Nachhaltigkeitsfonds. Die Welt der Wertpapiere ist allerdings groß und natürlich gibt es noch viele weitere Typen und Varianten. Man kann zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds unterscheiden, aber auch zwischen offenen und geschlossenen Geldanlagen. Aktienfonds investieren überwiegend oder ausschließlich in Aktien. Ein Aktienfonds investiert natürlich nicht nur in ein Unternehmen, sondern streut seine Werte über viele verschiedene Flächen. Je nach Fonds kann man aber auch hier an den Stellschrauben drehen, sodass man in bestimmten Branchen oder sogar Länder investieren kann. Rentenfonds investieren größtenteils in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen oder Pfandbriefe. Mischfonds sind eine Mischung aus verschiedenen Fondsarten, wie beispielsweise Renten- oder Aktienfonds. Aber auch Rohstoffe können ein Teil der Strategie sein. Diese sind unterschiedlich gewichtet und können auch während der Anlagezeit variieren. Immobilienfonds investieren beispielsweise in Bürogebäude, Hotels, Wohneinheiten oder Einzelhandelsunternehmen. Es gibt sowohl geschlossene als auch offene Immobilienfonds. Die sogenannten Geldmarktfonds investieren in kurzfristige Gelder wie Tagesgelder und andere flüssigen Mittel, die schnell verfügbar sind. Ein Indexfonds versucht, den Index, auf den er beruht, möglichst exakt nachzubilden und kauft seine Wertpapiere, also die Werte, in die er investiert, nach diesem Prinzip ein. Einer dieser Indizes kann beispielsweise der deutsche DAX oder auch der amerikanische Dow Jones sein. Bei Garantiefonds gibt es auch wieder verschiedene Unterarten. Beispielsweise versprechen sie dem Anleger zum Laufzeitende eine feste Rendite, also einen Mehrertrag, oder einen garantierten Rückzahlungsbetrag. In der Regel sind sie zudem mit einer festen Laufzeit ausgestattet. Ein Dachfonds ist wie eine Verkettung aus verschiedenen Anlagen. Dieser Fonds investiert nämlich nicht in bestimmte Werte oder Unternehmen, sondern in weitere Fondsanteile. Nachhaltigkeitsfonds oder auch Ethikfonds genannt, sind meist offene Aktien- oder auch Rentenfonds. Die Strategie dieser Fonds liegt nicht nur im Erzielen einer bestmöglichen Rendite, sondern verfolgt auch ethische Ziele. Was genau dahinter steckt, werden wir euch in einem unserer nächsten Videos erzählen. Also abonniert unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!